Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Es ist 7 Uhr. 7 Uhr, die Glocken von Hall läuten. Und ja, heute geht es zu unserer, na sagen wir mal, ersten Königsetappe. Über den Brenner fahren wir heute, wollen wir heute. Wir haben schon alles zusammengeräumt hier, wir waren heute sehr pünktlich und starten jetzt erstmal in Richtung Innsbruck. Ist nicht mehr weit, 10 Kilometer ungefähr, ja. Und dann geht es die alte Brennerstraße hinauf. Mal sehen, wie es wird. Es soll heute Regen geben. Wir werden heute mit Sicherheit nass werden. Und ja, aber das ist halt so und wir werden das Beste draus machen. Und ja, der Campingplatz in Sterzing ist ja geschlossen zurzeit. Da können wir also nicht hin. Deswegen haben wir uns schon eine Pension gebucht in, wie heißt nochmal? Gossensass. In Gossensass. Das ist so 5 Kilometer vor Sterzing. Da wollen wir heute hin. Mal sehen, in welchem Zustand wir da heute ankommen. Also, viel Spaß. So, jetzt können wir eigentlich starten. Jawohl. Sehr schön. Auf geht's. Ja, noch ein Wort zu gestern, zu der gestrigen Etappe vom Aachensee hier nach Hall in Tirol. Die war ja mit 44 Kilometern recht kurz. Aber wir wollten ja gestern nicht mehr über den Brenner fahren am Nachmittag. Das machen wir jetzt heute früh. Und Hall war der letzte Campingplatz vor Innsbruck. Und auf den sind wir dann gegangen. Das Schöne war ja, dass der auch noch ein Schwimmbad hat, was man mitnutzen kann. Und so hatten wir da noch einen schönen Nachmittag im Schwimmbad gestern. Und ja, so war das doch ein ganz schöner Tag. Wir hatten unsere erste Panne, der Pit hatte vorne einen Platten, haben wir aber schnell behoben, sodass das dann auch kein Problem war. Wir sind gespannt, wie es heute wird. Das wird jetzt nochmal richtig anstrengend. Wir müssen mal gucken, dass wir in Innsbruck noch einen Bäcker irgendwie finden. Wir haben ja noch kein Frühstück gegessen, nur Kaffee getrunken. Ja, und dann geht es die alte Brennerstraße hinauf. So, nach 5 Kilometern hat uns der Regen jetzt doch schon erwischt. Ging früher los als gedacht. Und ja, wir haben uns jetzt erstmal regensicher, also fast regensicher eingepackt. Bis auf den Pit. Der will so fahren. Das wird heute Spaß. Oh je. Wir haben jetzt Innsbruck erreicht. Innsbruck im Regen. Ja, jetzt hat es uns so richtig erwischt mit dem Regen. Aber was will man machen? Der Inn hat ganz schön viel Wasser. Jetzt müssen wir hier rüber, wieder an den Inn. Hier gibt es ein Rundgemälde, die Schlacht am Berg Isel. Da drin ist das Rundgemälde. So, nun geht's quer durch Innsbruck. Berufsverkehr. Am Freitagmorgen. So, der Regen hat jetzt zum Glück aufgehört. Es war noch alles nass. Und ja, wir haben jetzt hier uns erstmal mit Frühstück noch versorgt im Supermarkt. Und schauen wir mal, wo wir das noch essen können. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir aus Innsbruck rauskommen. Na? Okay, also bis dann. Ja, wir stehen hier noch mal auf der Brücke, aber ich glaube, das ist nicht der Inn, oder? Ist das der Inn? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist das doch. Aber der fließt eigentlich so da hinten rum. Und hier sieht man auch mal ganz hinten, wird man auf der Kamera nicht erkennen, die Schanze Berg Isel. Da ist so ganz klein zu sehen. Wir freuen uns, dass der Regen aufgehört hat. So, jetzt müssen wir hier über die Autobahn und da müssen wir hier
die Treppe hoch. Aber es ist noch relativ schiebefreundlich hier, die Überführung. Ich habe die Hilfe angeboten, aber die Damen wollten selber schieben. Ist das die Brenner-Autobahn? Weiß ich nicht. Oder die da oben? Ich glaube eher die oben. Das könnte auch die Brenner-Autobahn sein da oben, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es ist auch egal. Jetzt geht's praktisch hoch, der erste Anstieg zum Brenner. Wir machen aber jetzt noch mal eine kurze Pause hier und essen Frühstück. Wenigstens ein bisschen. Nachdem wir jetzt noch mal kurz Rast gemacht hatten, wird es jetzt ernst. Jetzt geht's hinauf zum Brenner. Und gleich mit einer richtigen fetten Steigung hier hoch. Aber das haben wir ja gewusst. Noch mal ein schöner Blick auf Innsbruck. Aber jetzt geht's erstmal hoch. Silke und Pitt kommen etwas später. Wir fahren schon mal vor, so haben wir es verabredet. So, hier rechts ist alles Fahrradweg jetzt. Ja. Nee, Quatsch, hier ist eine Baustelle. Ampel geregelt, einspurig, aber zum Glück ist hier der Baustellenbereich befahrbar. Ist eigentlich eine super Sache. Sind wir schon fast so hoch wie die Berg-Isel-Schanze da. Ein tolles Panorama. So, schade, dass die Baustelle nicht noch ein bisschen länger ging. Wir haben Phil erreicht. Oh, das ging jetzt hoch. Aber das war, glaube ich, auch der steilste Anstieg. Gleich am Anfang. Oh. Aber wir haben es fahrend geschafft. Wir haben nicht geschoben. Wäre bei dieser Straße auch ziemlich blöd gewesen, bei dem Verkehr. Wir sind jetzt in Igels angekommen und hier verlassen wir, glaube ich, die Brennerstraße erstmal wieder. Und hier geht nämlich der Weg nach rechts weg. Ach, wir halten hier nochmal an. So, wir sind jetzt in Igels und ja, hier müssen wir jetzt rechts abbiegen Richtung Patsch. Da geht's lang dann. Von Silke und Pitt ist noch nichts zu sehen, das wird noch dauern. Wir haben jetzt erstmal eine Nachricht geschickt, dass sie hier nach rechts abbiegen müssen, dass sie nicht weiter geradeaus fahren hier. Diese Aussicht entschädigt natürlich für die Mühen, ja. Ja, die man da, die wir eben hatten bei der Auffahrt. Ja, und da ganz hinten sehen wir schon die berühmte Bank, wo schon der Rainer Dornburg gesessen hat, der Markus Geis da hinten, und haben da Pause gemacht. Ja, und wir grüßen hiermit einfach alle, die diesen Radweg München-Venedig über den Brenner schon gefahren sind. Genau. Das ist eine stolze Leistung, wenn man hier hochgefahren ist. Das stimmt. Und wir natürlich ohne Motor. Ja. Das hat wiederum nicht jeder geschafft. Ah, und da hinten geht es schon wieder nach oben. Aber das schaffen wir auch noch. Oh. Eine tolle Aussicht. Und hier geht es schon wieder so hoch. Claudia fährt immer noch. Ich schiebe lieber mal hoch. Ist mir zu steil jetzt. Oh. Claudia fährt das hier hoch. Ich staune. Die dunklen Wolken kommen aber da schon wieder. Es wird dann noch mal regnen. Claudia ist das hochgefahren. Jeder wie er mag, ne? Genau. Im Hintergrund kann man die Brenner-Autobahn erkennen. Wir sind jetzt schon deutlich höher als die Autobahn. Das ist cool. Hier kurz vor Patsch.
Wir fahren dann aber noch mal ziemlich nach unten, verlieren noch mal die schönen Höhenmeter und müssen dann noch mal Schlussanstieg auf der Brennerstraße zum Brenner hoch. Wir machen hier deutlich mehr Höhenmeter als die Autos auf der Autobahn. Wir sind hier in Patsch. Wir sind hier durch den Ort gefahren, nicht der Originalroute gefolgt. Da ging es nochmal ganz schön steil hier den Berg hinauf. Wir haben jetzt mit Silke und Pitt auch nochmal, die haben uns eine Nachricht zukommen lassen. Die waren vor gut 10 Minuten waren sie in Igels und ja, die werden es auch noch schaffen. Wir fahren jetzt mal weiter Richtung Brenner. Wir sind jetzt, kann man es erkennen, laut Komoot sind wir jetzt auf 1050 Meter Meereshöhe. Ah. Da hinten geht die Autobahn entlang, auf der anderen Talseite. Ja, und ich glaube, jetzt geht es erst noch mal nach unten. Schaut so aus. Ja, es schaut toll aus. Hier vor St. Peter geht es auch noch mal ordentlich den Berg hinauf. Oh. St. Peter, so heißt auch ein Stadtteil in Nürnberg. Und es gibt auch ein altes Straßenbahndepot, was heute ein Straßenbahnmuseum ist. Wirklich ganz toll. Kann ich nur empfehlen. Sollte man mal besuchen. So, Werbung Ende. Das fällt mir hier in Italien ein, ne? Ja, genau. Aber ich will Quatsch, Italien. Da sind wir noch gar nicht. Oh Mann, es muss die Höhe sein. Ja. Die macht einem zu schaffen. Ach, Claudia 30, ne? Denk dran. Ja, ja. Oh. Da ganz hinten in das Tal müssen wir noch. Da hinten ist der Brenner. Oh, hier geht es wieder schön nach unten. Oben verläuft die Autobahn. Und unten im Tal die alte Brennerstraße, auf die wir nachher noch kommen werden. Ist das nicht ein tolles Panorama hier? Und da ist die Claudia, die ist noch toller. Schon allein dafür, für die Aussicht, hat sich das schon gelohnt, hier hoch zu strampeln. Oh, cool. Herrlich. Geht deire. Bitte leise fahren. Wir bemühen uns, ne? Ja. Ja.
rechts gibt es so eine tolle Brücke. Jetzt sind wir schon deutlich niedriger als die Autobahn. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich auf die Brennerstraße. Wir haben Mühlbach erreicht. Ja, hier in Mühlbach hätten wir uns fast wieder verfahren. Wir dürfen nicht da hochfahren, sondern müssen jetzt hier auf der Seite bleiben von dem Fluss. Ja. Und jetzt geben wir noch mal einen Hinweis für Silke und Pitt, dass die sich hier nicht verfahren und richtig abbiegen. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Bisher hatten wir ja Glück mit dem Wetter, also mit dem Wetter nach Innsbruck. Das war wirklich gut, aber es soll ja noch mal ein Schauer kommen. Ist uns aber auch egal, dann kommt er halt. Also der Ort heißt hier nicht Mühlbach, sondern Mühlbachel. Ja? Und da ist es ganz wichtig, dass man hier hinter dieser Kirche links abbiegt. Die Beschilderung ist auch hier ein bisschen sparsam. Wir kommen trotzdem an. Hier ist wieder ein Schild. Brenner. Da wollen wir hin. Das ist übrigens die Sill, die hier durch Mühlbachel fließt. Wieder der Hinweis für Stadtland-Fluss-Spieler. Fluss mit S. Sill. Gibt garantiert 10 Punkte. Wir sind richtig. Zum Brenner. Geht's hier entlang. Die Sonne kommt raus und wir ziehen die Regenjacken wieder aus. Naja, mal sehen, wie lange das gut geht. Wir müssen uns beeilen, da ist ja die nächste Reise. Aber jetzt hat man doch noch Glück mit dem Wetter eigentlich. Bis auf heute Morgen Innsbruck, wo es so geschüttet hat. Ja. Aber bis jetzt ging das Wetter eigentlich. Wir schauen mal, was da noch kommt. Jetzt hier in Steinach und hier müssen wir dann auf die alte Brennerstraße fahren. Dann geht es auf der Brennerstraße bis zum Brenner. Da geht es noch mal ordentlich hoch, aber das werden wir auch noch schaffen. So, auf geht's zum Brenner. Servus! Können auch nicht sprechen. Ist wahrscheinlich vor Erschöpfung. Das Gute ist, wir haben Rückenwind hinauf zum Brenner. Der schiebt ein bisschen wenigstens. Wir haben Staflach erreicht. Claudia, geht's noch gut? Ich bin stolz auf Sie. Rechts Biobike, links E-Bike. Wir haben Gries am Brenner erreicht. Ja, hier in Gries sind wir schon kurz vorm Brenner und hier machen wir mal eine kurze Trinkpause. Bisher lief es eigentlich ganz gut hier hoch. Es ging von der Steigung her, ne? Mhm. Vielleicht kommt jetzt zum Schluss noch mal eine richtige Rampe. Werden wir sehen. Aber die schaffen wir auch noch. Ja, alle voll. Hier in Gries gibt es auch eine schöne Kirche.
und da oben verläuft die Brennerautobahn. Auf diese Höhe müssen wir noch. Jetzt geht es hier doch noch mal ganz schön nach oben. Ah. 12.40 Uhr ist es jetzt. Wir sind jetzt hier 40 Minuten seit Steinach auf der Brennerstraße unterwegs. Ich glaube, so 7-8 Kilometer haben wir geschafft in der Zeit. Den Rest schaffen wir auch noch. An der Bushaltestelle Lueck Sportplatz haben wir noch mal kurze Pause gemacht vom letzten Anstieg. Ja. Jetzt geht es noch da hinten hoch zum Brenner. Aber es ist nicht mehr weit. Na? Ja, hoffen wir mal. Wir sind noch guter Dinge. Also manche fahren ja hier wie die Geistesgestörten. Ich meine jetzt die Autofahrer. Ja. So dicht an einem vorbei. Mein Gott. Ah. So, wir haben es fast geschafft. Wir sind zumindest schon mal auf Höhe der Autobahn. Hier fahren wir jetzt über die Autobahn. Der Brenner. Wir sind oben. So. Wir haben es geschafft. Wir sind oben! Wir haben den Brenner bezwungen. Oh. Oh, ging doch noch mal ganz schön nach oben. Aber egal. Ist so schön, wenn wir das geschafft haben. Ja, ne? Ja. Ja. Und jetzt trinken wir erst noch mal was. Ja. Gut. So, wir sind schon eine Stunde hier auf dem Brenner und warten auf Silke und Pitt. Die haben es nicht mehr weit bis hierher. Die werden auch bald hier sein und dann fahren wir gemeinsam runter nach Bossensass. Genau. Na? Ja. Wir sind froh, dass wir das so geschafft haben. Ja. Wir warten auf Silke und Pitt, aber hier sind sie noch nicht mit dabei. Servus. Allmächt. Aber vielleicht schwimmen sie da hinten. Das ist ja wirklich der ganze Radartrock. Geschafft. Servus. Servus. Da hinten. Ne, sind sie auch nicht. Nee, sind sie auch nicht. Jetzt habe ich gedacht, die sind schon mit dabei. Aber servus. Hallo. Hallo. Sind noch nicht dabei. Also, wir warten hier noch weiter auf Silke und Pitt. Die werden aber bestimmt auch gleich kommen. Ja, hoffen wir mal. Wir sind schon eine gute Stunde hier. Aber ist auch ganz schön. Jetzt aber, jetzt kommen Silke und Pitt. Da haben sie es auch geschafft. Also zur Tarnung sind wir kurz vom Ziel wieder aufgestiegen, gell? Sehr gut! Von wegen Kilometer 50. Was? Kilometer 51. Na ja. 51, genau. Ah, schön, dass wir es geschafft haben. So, jetzt wollten wir eigentlich weiterfahren hier und jetzt haben wir festgestellt, okay, ich stelle mich daneben. Beim Pit, das schaut wieder nicht gut aus hier. Ah. Deshalb ging das so schwer. Ja. Ah, jetzt haben wir also nochmal auf. Jetzt müssen wir nochmal hier den Platten beheben. Ist halt so. So, wir sind jetzt hier schon fast fertig mit Schlauchwechseln. Es war ein kleines Loch drin hier. Ich habe das hier mal geflickt. Ganz fachmännisch. Wir haben jetzt aber erstmal einen neuen Schlauch eingezogen und der dient hier wieder als Reserve.
Wir kriegen da richtig Übung drin, hier im Schlauch wechseln. Also nach 2,5 Stunden geht es jetzt weiter für uns. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die 2,5 Stunden hier am Brenner zugebracht haben. So, Italien, wir kommen. Und hier geht es jetzt nach Italien. Italia, wir sind da. Das dritte Land unserer Tour. Und Italien begrüßt uns mit leichtem Regen. Bis zum nächsten Platten. Bei nächster Möglichkeit rechts abbiegen, danach links abbiegen. Rechts. Ah, runterschalten. Ja, nicht so ganz, nur noch bergab. Eine tolle Abfahrt hier vom Brenner nach Sterzing runter auf einer stillgelegten Bahntrasse. Ist richtig schön. Wir fahren jetzt wahrscheinlich hier. Ja, in dieser Ausläuferkurve gab es eine Steigung. Naja, die schaffen wir schon. Ja, die schaffen wir schon, klar. Der Ort hier unten, das dürfte Gossensass sein. Also da, wo wir heute unser Quartier haben. Schöner Blick hier. Jetzt sind wir hier an der Kehre angekommen. Jetzt fahren wir das ganze Stück wieder zurück. Wir sind jetzt in Gossensass und da hinten sehen wir schon unser Hotel Alpenhof, was wir gestern gebucht haben. Jetzt sind alle hier begeistert und machen ein Foto. Wir sind immer noch richtig. Hotel Alpenhof. Das schaut doch gut aus. Direkt an der Strecke. Unsere Unterkunft für heute. Jetzt müssen wir hier bloß noch die Steigung bewältigen.
immer zum Schluss noch geht es noch mal berghoch, ne? Das kennen wir schon. Wir haben unser Ziel erreicht. Nach 68 Tageskilometern heute. Hotel Alpenhof. So, die Damen melden uns mal an, wie immer. Da hinten kommt es nochmal richtig dunkel. Gut, dass wir jetzt angekommen sind. Ja, heutige Absage für heute. Wir sind hier in Gossensass, kurz vor Sterzing. Und wir sind ja heute Morgen in Hall, kurz vor Innsbruck gestartet. Und noch bevor wir Innsbruck erreicht haben, erreichte uns der Regen. Und der war recht heftig. Wir sind ja im Regen dann durch Innsbruck gefahren. Das war jetzt nicht ganz so toll. Aber was will man machen? So ist es eben. Und der Regen hörte dann aber auch auf. Dafür begann dann gleich hinter Innsbruck eine richtig fette Steigung. Da ging es richtig hoch. Die alte Brennerstraße, die wir da fahren mussten, das war richtig heftig, aber wir haben es geschafft. Dann ging das so auf und ab. Es war sehr hügelig und dann mussten wir wieder auf die Brennerstraße fahren. Und kurz vom Brenner, so hinter Gries, geht es auch nochmal richtig bergan. Und ja, es war schon heftig. Aber wie gesagt, wir haben es geschafft. Wir sind heute praktisch in zwei Gruppen gefahren, Claudia und ich vorne weg. Und eine Stunde 20 später waren dann auch Silke und Pitt oben am Brenner. Und dann sind wir zusammen die tolle Abfahrt, die ehemalige Bahntrasse darunter geradelt, hier nach Gossensass. Und jetzt wollen wir hier nochmal schön essen, in der Pizzeria. Und jetzt gehen wir wieder ins Hotel und erholen uns. Wenn man die Kamera leuchtet. Das ist interessant hier, aber da sage ich jetzt mal nichts zu.